Ein Corona-Fahrer. So ruhig war es, sehr, sehr selten am Sendmaringer Weg in Münster, Geistviertel. Vielleicht ist es so ruhig wie vor einem Showdown beim Western. Vielleicht ist es die Ruhe vor dem Sturm. Oder die Truhe vor dem Wurm. Oder auch der große Klopapier-Bürgerkrieg der braunen Deutschen. Der Beginn eines neuen Faschismus durch eine depperte Jugend, die dumm gemacht worden ist, seit 1990 spätestens. Die weiße Trainingsanzüge trägt, um am Cannabisport ihr Ding abzuholen und dann in das Einfamilienhaus wieder einzutreten. Unzivilisiert, schwachsinnig, linksgrün, bürgerlich. Eine Welt in Atem. Die neuen 20er Jahre. Ich habe keine Hoffnung, denn ich trete bald ab von diesem vernutzten Planeten. Das dauert gar nicht mehr so lange. Und jetzt kommt noch ein Fahrradfahrer mit Licht, auch selten in Münster. Ein bisschen wackelig. Wahrscheinlich kommt er aus der letzten noch offenen Kneipe. Und nun Ausnahmezustand.